Name ist Frau Weber und ich erkläre dir heute, wie man halbschriftlich multipliziert, also mal rechnet. Alles, was du dafür bereits können musst, ist eigentlich nur das kleine Einmaleins. Halbschriftlich rechnen heißt, wir rechnen in Schritten und notieren uns Zwischenergebnisse. Wir starten mit der ersten Aufgabe, 4 mal 16, die notieren wir und unterstreichen sie. Dabei lassen wir noch Platz für das Ergebnis. Und dann rechnen wir schrittweise. Wir starten mit den Zehnern. Wir multiplizieren zuerst die Zehner. 4 mal 10 gleich 40. Und dann die Einer. 4 mal 6 gleich 24. Nun müssen wir nur noch unsere beiden Zwischenergebnisse addieren. 40 plus 24 ist 64. Am Punktefeld kann ich dir zeigen, warum wir die 16 so einfach in Zehner und Einer unterteilen können. Hier siehst du das Punktefeld zur Malaufgabe 4 mal 16 und du siehst, wir können zwei Teilaufgaben bilden, einmal 4 mal 10 und 4 mal 6 zusammen 4 mal 16. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei der Tauschaufgabe. Das wäre das Malbild zur Tauschaufgabe 16 mal 4. Ich unterstreiche wieder die Aufgabe. Und auch hier siehst du, ich kann die Malaufgabe in zwei leichte Teilaufgaben unterteilen. Einmal 10 mal 4 und 6 mal 4. Das ist 40, das ist 24. Ich addiere wieder die beiden Teilergebnisse. 64. Lass uns noch eine Aufgabe rechnen. 6 mal 18. Ich unterstreiche. Und starte wieder mit den Zehnern. 6 mal 10 gleich 60. 6 mal 8, die eine, gleich 48. 60 plus 48 ergibt 108. Hier noch einmal das Punktebild. Das Ganze ist das Punktebild zu 6 mal 18. Und du siehst wieder, ich kann es unterteilen in 6 mal 10 und 6 mal 8. Die Tauschaufgabe 18 mal 6 kann ich auch unterteilen in 10 mal 6 und 8 mal 6. Und auch hier habe ich natürlich das Ergebnis 108. Wenn du magst, kannst du jetzt mit mir noch ein paar Aufgaben rechnen. Ich habe dir drei Aufgaben vorbereitet. Entweder stoppst du das Video, versuchst es einmal selbst oder du rechnest jetzt direkt hier mit mir. Los geht's. Wir starten mit der Aufgabe 5 mal 72. Wir multiplizieren die Zehner. 5 mal 70 gleich 350. Und im Anschluss die Einer. 5 mal 2 gleich 10. 350 plus 10 gleich 360. 6 mal 84, wir multiplizieren die Zehner, 6 mal 80, 6 mal 8 sind 48, dann sind 6 mal 80 480 und die Einer, 6 mal 4 sind 24. Wir addieren 480 plus 24, das sind 504. Und die letzte Aufgabe, du siehst, wir haben hier eine dreistellige Zahl, aber auch da funktioniert das genau nach demselben Prinzip. Wir multiplizieren in dem Fall zuerst die Hunderter, 4 mal 100 gleich 400, dann die Zehner, 4 mal 40 gleich 160 und die Einer, 4 mal 4 gleich 16 und addieren unsere Zwischenergebnisse. 400 plus 160 plus 16 sind 576. Wenn du heute etwas gelernt hast, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.